Die Testaufgabe 3 ist das Medizinballstoßen. Das Ziel besteht darin, die Schnellkraft der Arme zu überprüfen. Dazu benötigt man einen 1 Kilogramm schweren Medizinball, ein Maßband und eine Kreppbandrolle. Zum Aufbau. Die Testperson steht an der Markierungslinie. Ab der Abstoßmarkierung wird im 90-Grad-Winkel das Maßband 8 Meter lang ausgelegt. Nach einem Probeversuch erfolgen 2 Wertungsversuche nacheinander. Davon wird der Bestwert auf 10 cm Genauigkeit notiert. Zur Durchführung. Eine mögliche Anweisung könnte hier lauten: Versuche aus dem Stand den Medizinball so weit wie möglich nach vorn oben wegzustoßen. Auf Folgendes ist bei der Durchführung zu achten. Wichtig ist ein aufrechter, schulterbreiter, paralleler Stand an der Abstoßlinie. Der Medizinball wird mit angewinkelten Armen vor der Brust in den Händen gehalten. Die Ellenbogen befinden sich hinter dem Medizinball, leicht unterhalb der Schulterhöhe. Die Stoßrichtung des Medizinballs ist schräg nach vorn oben. Knie sind leicht gebeugt, die Füße halten Bodenkontakt, Fersen dürfen sich lösen, aber nicht springen. Wann wird der Test abgebrochen oder zählt als ungültiger Versuch? Beim Übertreten der Abstoßmarkierung vor oder nach dem Stoßen, beim Lösen eines oder beider Füße vom Boden, beim nicht parallelem Stand an der Abstoßlinie, beim einarmigen Stoßen oder generellem Werfen des Medizinballs. Alle Testaufgaben, Hinweise und Aufbauten findet ihr auch nochmal im Bewegungscheckheft. Bewegte Kinder sind gesündere Kinder. Wir wünschen gutes Gelingen.